Moin, ihr Rautenliebhaber! Drei wichtige Punkte aus Bochum mitgenommen. Unsere Spielanalyse jetzt. Endlich ein Auswärtssieg. Seit Ende August war ganz, ganz wichtig, wieder drei Punkte in der Mission Aufstieg. Ja, es war einfach ein geiles Spiel für den Zuschauer. Und ich glaube, die erste Hälfte war sehr, sehr ausgeglichen. Fing an, 10. Minute wieder Bochum. Stand sehr, sehr stark. Ja, defensiv gute Arbeit geleistet. Wir hatten es sehr schwer. Und ja, dann kam eben die 10. Minute, der farbige vorne, Guva, wie hieß er? Gavula. Hervorragender Typ, also hat ein richtig starkes Spiel gemacht, der Stürmer von Bochum. Ich war echt erstaunt, aber unsere Defensive stand auch relativ stabil, muss man sagen. Ja, dann 10. Minute, kam Diagonalball von halb rechts auf die Kette. Der tankt sich da durch, hat auch eine gute Chance. Das war so die erste Szene im Spiel und dann war es ein offenes Spiel. Kein schlechtes vom HSV, kein schlechtes vom Bochum. Und dann kam der Pfostenschuss in der 38. Minute von Fein nach einer Ecke. Ja, aber das war es eigentlich auch schon mit der ersten Hälfte. Und war auf jeden Fall ein mutiger Auftritt von Bochum. Wir hatten sehr, sehr schwer. Bochum kam über Kampf und über Einsatz und hat es uns natürlich nicht leicht gemacht. Ja, das stimmt. Ich habe vorher noch zwei Chancen auf meinem Zettel. Es war zweimal Kittel, der einmal geblockt wurde. Auch ganz stark, wo der Ball praktisch einmal kurz über die Latte ging, war so die eine Geschichte. Und dann nochmal eine zweite Aktion. 6 Meter vorm Tor, wo er mit dem linken Fuß abschließt. Also Chancen waren auch da. Also ich sage, die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Bochum stand defensiv sehr stark, hat uns das Leben sehr schwer gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mich wirklich positiv überrascht hat, erneut mit Gavula, hat Bochum einen Spieler gehabt, der zwei Mann, vor allen Dingen auch Van Drongelen, Dingedong, so ein bisschen auch wirklich beschäftigt hat. Aber der hat unsere ganze Abwehr beschäftigt, ja, alleine. Und das finde ich immer spannend. Und er hat zwei Torabschlüsse gehabt in der Form, die nicht ganz ungefährlich waren. Der hat immer den direkten Abschluss gesucht. Okay, erste Halbzeit möge ich meinen, dass wir nicht schlecht im Spiel waren, aber halt auch zu wenig rausgespielt haben. Ich denke, es war zu viel Abtasten da im Spiel. Und dann kam die glorreiche zweite Halbzeit, glaube ich. Ja, es fing an, Bochum ganz klar besser gewesen. Wir hatten als der HSV eigentlich der Favorit in diesem Spiel gar keinen Zugriff mehr in unserem Spiel. Und dann auch verdient die Bochumer Führung nach 66 Minuten, brauchen wir nicht überreden. Wieder über die linke Seite, die sehr, sehr oft genutzt wurde von denen. Und dann auch wieder von Gavula ganz stark. Verlängert den Ball. Zoller macht das natürlich stark. War ein starker Abschluss, keine Frage. Van Drongelen für meine Verhältnisse ein bisschen zu weit weg wieder vom Mann, dass er zum Schuss kommt. Aber so fiel dann halt auch die Führung, die verdiente Führung für Bochum. Und auf einmal hat es, glaube ich, Klick gemacht bei uns, oder? Ja, aber lass uns doch nochmal auf die Viertelstunde Schlafwagenfußball da nochmal zurückkommen. Wie kann sowas passieren? Wir haben Duciak extrem aufgefallen und auch Jatta. Die hatten eine extrem hohe Fehlpassquote in der Viertelstunde. Gerade im Spiel nach vorne ging nicht viel. Meine Meinung. Und wie kann man aus der Halbzeit kommen und eine Viertelstunde den Fußball einstellen? Da hätte es auch schon mal ganz schnell ganz anders laufen können. Und das ist wieder diese Geschichte. Und Bochum hatte weitaus mehr vom Spiel, muss ich wirklich sagen. Bochum hat insgesamt über 90 Minuten, glaube ich, eine verdammt gute Leistung. Die Medien sagen vielleicht sogar die beste Saisonleistung abgeliefert. Gegen den HSV natürlich, na klar. Gegen die da oben spielt man immer anders. Aber eins sage ich auch,
So darfst du nicht den Fußball einstellen, dass du 15 Minuten oder 20 Minuten vielleicht gar kein Fußball mehr spielst und vielleicht auch 0-2 zurückliegst. Das kann auch passieren. Ja? In der Bundesliga wird es dir passieren. Und wenn du die Ansprüche hast, dann musst du da auch ansetzen. Ich sehe es ein klein bisschen Finde ich anders. cool. Finde ich cool. Finde ich gar nicht cool, die Scheiße. Das, Du, nein, das ist Fußball das und ist Fußball, ja das ist klar. Fußball, so sieht's aus. Bochum zu Hause, gutes Publikum da gewesen Klar. und dann kannst du auch mal schlecht aus einer Halbzeit kommen. Ist, glaube ich, jeder Top-Mannschaft mal passiert. Und ja, dann hat Bochum sich das erarbeitet. Die haben sich das klipp und klar erarbeitet. Durch den Kampf und spielerisch auch nicht schlecht gewesen, defensiv stark. Und dann kamen sie über Konter, über die Fehler vom HSV. Die halt auch ihre Fehler machen, das ist menschlich, das gehört dazu. Und Bochum hat sich das Glück erarbeitet. Und wenn wir dann darauf gehen, dass auf einmal dieser Moment kam, nach dem 1-0, hat es, glaube ich, bei jedem Hamburger Klick gemacht: hey, wir haben hier gerade das 1-0 bekommen. Und es wird ganz, ganz schwer in der 66. Minute. Du hast 25 Minuten noch im Spiel. Ja, Junge, aber Da muss was du passieren. kannst nicht immer nach 0-1 aufwachen, ja? Irgendwann kriegst du das 0-2 und 0-3 und wie letzte Saison Regensburg 0-5 zu Hause. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Aufwachen. Du kannst auch mal rauskommen, voll motiviert rausgehen, Junge. Es haben ja auch vier, fünf Spieler genau das umgesetzt, was der Trainer vielleicht in der Halbzeit gesagt hat, ja? Wenn wir hier heute gewinnen wollen, müssen wir mehr investieren. Mehr investieren heißt auch, ich muss mehr laufen. Die Laufbereitschaft war gar nicht mehr da. Da holt sich ein Hinterseher in der 62. Gelb ab, ja, für eine Nummer. Da ist er eigentlich gar nicht mehr zuständig. Da sind die Sechser, Achter und da hast du auch noch eine Innenverteidigung. Aber der geht 30 Meter Weg und muss sich gelb abholen, weil die Wege und der Raum so groß gestaffelt war, dass du dir für so eine Scheiße gelb abholst. Aber okay, sei es drum. Am Das Ende ist sage ich, Fußball. Mein es Gott. lief 20 Minuten gar nichts beim HSV. Nee, Und dann was ja auch liegst du passieren 0-1 kann. zurück. Ja, Das kann passieren. Das das ist Fußball. Das gehört dazu. ist Du richtig. kannst nicht jedes Mal über 90 Minuten die Leistung bringen, die du bringen willst. Das stimmt. Dass du ein Das Loch kennen wir mal alle. drinne hast oder aus der Halbzeit kommst und es läuft nicht. Ja, und der Gegner hat mehr vom Spiel. Und wenn der Gegner mehr vom Spiel hat, machst du was falsch. Ja, und die Lücken, die du gerade angesprochen hast, die entstanden sind. Klar war das schlecht von uns, es war nicht gut. Aber die Reaktion, das ist das Wichtige, was wir darauf gezeigt haben. Und das war stark. Das war stark, na klar. So Also sieht's die aus. Reaktion wieder. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich auch immer ansprechen und lieben und leben und was wir gestern Abend Ja. gefeiert haben. Das gehört einfach auch dazu. Ja, Klar. dann kommt auch mal wieder eine Ja. Standardsituation, die wir uns, glaube ich, schon lange erhofft haben. Ja, da wird einfach mal ein Ball rausgeköpft und ja, dann steht ein Tim Leibold da und ich weiß nicht, was? Was? Tor des Monats, Tor des Jahres, Tor des Jahrhunderts. Na. Er ist sich ja nicht mal sicher, ob er den mit der Seite oder mit dem Spann gemacht hat. Am Ende sagt er, hat er gar nicht die Schusstechnik und ist eigentlich dankbar, dass das Ding reingezappelt ist da oben Ja, unter die Latte. vom Feinsten. Und dann steht es mal 1-1 in Bochum. Aber da sieht man auch wieder, bis dato haben wir wenig Abschlüsse gehabt. Ja. Ja, und wenn man sich dann einfach mal wieder das Herz in die Hand nimmt und sagt, einfach mal draufhalten, dann wird es auch mal belohnt. Ja, und Definitiv. gerade auf dem Rasen hätte ich mir ab der ersten Minute gewünscht, dass einfach die Abschlüsse auch mal da sind. Und die waren eigentlich 70 Minuten gar nicht vorhanden. Großartig. So Deshalb sieht's sage ich Tim aus. Leibold, dem gönne ich das ganz besonders. Und wir haben uns das Interview gestern Abend angeschaut. Der Typ ist eine Maschine. Der Typ ist eine Auch Maschine. mega sympathisch. Super sympathisch, intelligent. Für mich im Moment, zweite Liga brauchen wir gar nicht von sprechen. Einer der besten Linksverteidiger auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn, und da greife ich vielleicht für manche gerade ein bisschen hoch und Deutschland schreit auf und sage, Jogi Löw darf sich gerne mal in Hamburg sehen lassen. So ein Linksverteidiger hat er bis dato nicht in seiner Truppe, in der Nationalmannschaft. Also man darf auch mal so einem Jungen einfach mal eine Einladung Ja. schicken und mal sagen, Mensch Junge, du bist auch mal dabei, auch wenn es die zweite Liga ist. Hector hat es in der Vergangenheit auch gezeigt, dass man Nationalspieler in Deutschland sein kann, wenn man in der zweiten Liga spielt. Für mich hat er es verdient, weil er seit Monaten konstante Leistung bringt und Dann ist es auch nicht verwunderlich, dass 2-1 über links gefallen, ja, über seine Seite mal Weltklasse, wieder. Weltklasse, Ja, Weltklasse. super Kombination auf der linken Seite. War mit Jung, ne? Genau. Und Jung gewinnt den Ball, spielt ihn raus auf Leibold
Und dann ist das einfach das Auge. Spielt den Ball diagonal rechts rein in den Strafraum, in den Rücken vom Innenverteidiger. Und dann wäre das Tor gemacht. Palim, 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 Panyal, Jululu. Wie Palim. heißt der denn? Ja, da arbeiten wir noch dran, ne? Aber Poyampalo. Oder wie? Poyanpalo. Poyampalo, So sieht's Palim, aus. Palim. Wie spricht man ihn aus? Sagt es mir. Schreibt's in die Schick mir mal eine Privatnachricht. WhatsApp. Kommentare. Hätte ich gerne mal die Nummer. Palim, Palim. Vom, Unglaublich. 160 Sekunden Showdown. Hacking bringt ihn für Hinterseher. vom Tor Bärenstark. Haben wir nach der gelben Karte schon gesagt, Hinterseher muss runter. Nicht gut im Spiel Nicht gewesen. gut im Spiel gewesen, war nicht sein Tag. Auch wenn es gegen seinen alten Verein ging, hätte ich ihm mehr gegönnt. Auch, dass ihm mehr gelingt. Aber gut, sei es drum, im Dienste der Mannschaft, dann kommt halt der Zweite. Hätte auch Hanik sein können, wer auch immer. Palim Palim kommt und ja, braucht nur eine Chance. 160 Nutzt Sekunden, sie. 2-1, Ja. Weltklasse. Und wir haben gefeiert. Auf jeden Fall. Ausgiebig, glaube ich, ne? Ja, und dann der war der Deckel drauf, Ja. 3-1. Kittel auch wieder über links. Ja, macht das dann einfach stark. Und ja, für den Torwart glaube ich wenig Chance, den Ball zu halten. Ja, gar keine. Und Er war noch dran, ne? ja, Aber aber es ist schwierig. du hast gestern gesagt, ein guter Torwart hält ihn. Hätte War ich auch deine Meinung? gesagt, weil man im Ansatz gesehen hat, dass er ihn ins lange Eck schießt. Ich war nie ein Torwart, ich werde es auch nie Du sein, warst noch nie aber Stürmer, Digi. Du warst noch nie Stürmer. Du warst von einfach nur daher, Sechser. wenn der Torwart ein bisschen antizipiert, ein kleines Stück vielleicht eher nach links Ja, geht, keine dann hat Ahnung. er ihn, Hört man dann schon hat jetzt er schon ihn. raus, ne? Ich sage, du Nein. hast als Torwart 7,32 Meter. Ja, das Ding wird Ja, immer größer und klar. wenn der scharf geschossen wird mit dem Drall, keine Chance. Hätte auch ein Neuer vielleicht nicht gehalten. Ja, bin ich Ja, anderer Meinung. Aber ja. gut, Kannst du ja der sein. Ball ist drinne, Alles gut. der Deckel ist drauf gewesen Oh, wir haben es und gefeiert, ne? auf jeden Fall 3-1, drei drei Punkte. Punkte, Tabellenzweiter, ein Ja. Punkt hinter Bielefeld. Bielefeld, zwei vor Stuttgart. Gelungenes Wochenende. Ja, Und auf jeden Fall. wir freuen uns immens auf Karlsruhe zu Ja. Hause. Ich hoffe auf eine volle Hütte. Auf jeden Fall. Da hoffe ich wirklich drauf oder wir. Und dann müssen die nächsten drei Punkte her, bestätigen die Nummer. Und aber jetzt ist der Auswärtsbann gebrochen Ja. und Mission Aufstieg So sieht's aus. ist am Laufen. Stark aus der Rückrunde gekommen. Zweites Spiel, zweiter Sieg, so muss das So muss sein. das laufen. Und wie fandet ihr das Spiel? Schreibt's einfach mal in die Kommentare, was hättet ihr oder was habt ihr gedacht beim 1-0 für Bochum? Knickt der HSV jetzt wieder komplett ein, so wie es ja auch aussah nach der zweiten Halbzeit? Oder habt ihr genauso gefeiert wie wir? Schreibt's gerne in die Kommentare, lasst ein Like da. Und ja, Macht eigentlich, was ihr wollt, so sieht's aber aus. kommt wieder. Kommt wieder. Bis Tschüss, dann. bis dahin.